Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem speziellen Video, nämlich das Kickstarter-Spezial zu Strife of Gods. Der Adelos Verlag hat ein neues Kickstarter-Projekt. Und zwar Strife of Gods. Ich habe den Prototypen zugeschickt bekommen und will euch jetzt ein wenig darüber berichten. Dieses Video ist dreigeteilt. Nummer 1, meine erste Meinung. Was halte ich von dem Spiel? Was habe ich so wahrgenommen? Wie viel habe ich gespielt? Worum geht's? Und so weiter. Nummer 2, die Regelerklärung zu dem Spiel. Ich erkläre euch, worum geht's? Was müsst ihr wissen? Wie ist der Spielablauf? So habt ihr dann schon mal einen schönen Einblick auch in das Spiel. Und Part 3 wird sein, ein Zweier-Let's Play, damit ihr auch mal live seht, wie spielt sich das Spiel. Weil vom Erzählen her kann man schon viel wissen, aber so ein Live-Eindruck ist dann schon was anderes. Kommen wir also zuerst mal zu meinem Ersteindruck. Spieleranzahl 2 bis 5, ab 7 Jahre und eine Partie geht ca. 20 Minuten. Hängt selbstverständlich extrem ab, mit wie vielen Spielern man spielt und wie lange die Leute überlegen. Denn wir spielen hier immer so viele Spiele, wenn man zu dritt, zu viert oder zu fünft ist, wie die Spieleranzahl. Also zu dritt 3 Spiele, zu viert 4 und mit 5 selbstverständlich 5 Durchgänge. Der Preis von der Kickstarter-Kampagne ist 10 Euro und es gibt selbstverständlich noch andere Stretch Goals, wo ihr T-Shirts oder sogar euch verewigen könnt auf den Karten und so weiter und so fort. Schaut doch einfach mal rein, dann könnt ihr gucken, was wollt ihr unterstützen und dann seid ihr mit dabei. Kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal 40 Zahlenkarten in 4 unterschiedlichen Farben. Dann haben wir 12 Champion-Karten. Jede davon ist einzigartig und sie haben alle eine spezielle Fähigkeit. Und zum guter Letzt gibt es dann noch Punktekarten. In jedem Durchgang werden Punkte verteilt und je nach Spieleranzahl und Runden wird dann am Ende geschaut, wer hat die meisten Punkte und dann hat man den Gewinner. Das Zweierspiel läuft etwas anders ab, da wird nur eine Runde gespielt und dementsprechend ist da die Spieldauer noch kürzer. Kommen wir jetzt zum Design. Die Zahlenkarten machen das, was sie sollen. Sind schön groß, schöne Qualität und haben überall eine Karte drauf und man erkennt sofort die unterschiedlichen Farben. Die Champions sind wie bei Adelos irgendwie alles super schön gestaltet. Tolles Design und schön groß die Fähigkeit unten abgebildet. Und zu guter Letzt die Punktekarten. Es gibt goldene Punkte, silberne Punkte und Bronzepunkte. Und es wird einfach nur angezeigt, aber ich finde sie auch sehr schön. Dann kommen wir zur Anleitung. Die Anleitung besteht aktuell aus 3 großgeschriebenen DIN A4 Seiten. Sie hat noch keine Beispiele und keine Bilder. Da steckt noch ein bisschen Arbeit drin, aber bis das Spiel bei euch zu Hause ankommt, ist die selbstverständlich komplett fertig und ihr werdet ja auch gleich von mir nochmal die Regelerklärung erfahren. Die Spielidee dahinter ist, man hat einen großen Kreis, wo Karten ausliegen und jeder Spieler nimmt insgesamt 5 Karten. Und dann wird geguckt, eine von den Farben wird dann die Gewinnerfarbe. Und welche das ist, kann jeder so ein bisschen mitbestimmen. Aber wie man da hinkommt, das kann man richtig schön planen. Besonders wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, dann kann man sich überlegen, was nimmt er wohl? Und wenn er die Karte nimmt, dann werde ich wahrscheinlich die Karte nehmen. Man kann so also richtig schön vorausplanen, die Züge. Und durch die Varianten, die man in dem Spiel noch einbauen kann, hat man immer wieder neue Möglichkeiten und man kann wirklich definieren zwischen einem leichten Spiel und einem schweren Spiel. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie oft ich es schon gespielt habe und der Wiederspielwert,
also circa zweimal zu dritt und 10 bis 12 Mal zu zweit. Mir und meiner Familie hat es wirklich Spaß gemacht. Je nach Variante hat es manchen mehr Spaß gemacht, manchen weniger, aber zu den Varianten komme ich jetzt. Das Grundspiel oder das einfache Spiel, wenn ich es so nennen darf, macht schon sehr, sehr viel Spaß und man hat schon sehr viele strategische Möglichkeiten. Aber durch die Champions kann man immer wieder mehr Kniff reinbringen. Normalerweise spielt man mit einem Champion pro Spieler. Aber selbstverständlich könnte man auch zwei Champions pro Spieler reinbringen. Dadurch gibt es noch mehr Möglichkeiten. Am Start des Spiels muss man zwei Lücken reißen. Also aus diesem großen Kreis zieht man zwei Karten aus der Mitte raus. Je nach Wahl. Und dadurch entstehen ja zwei Lücken. In jeder Lücke ja zwei Karten. Eine, die rechts, eine, die links neben der Lücke ist. Und dadurch hat man vier Karten, die man ziehen kann. Spielt man aber mit drei Lücken, hat man schon sechs unterschiedliche Karten, die man nehmen kann. Dadurch kann man gleich schon den Schwierigkeitsgrad bzw. den taktischen Grad ziemlich hochschrauben. Oder man spielt einfach nur mit den Zahlenkarten. Da ist auch schon richtig Würze drin und das hat zum Beispiel meiner Frau sehr viel Spaß gemacht. Sie meint, man besinnt sich da auf das Wesentliche und das reicht auch, um Spaß zu haben. Und durch diese ganzen Varianten, die man in diesem Spiel einbauen kann und auch selber entscheiden kann, man kann sich ja auch selber was ausdenken, gibt es einen richtig schönen Wiederspielwert. Ich freue mich auch auf jeden Fall schon auf eine Partie mit 4 oder 5 Spielern. Ich glaube, da ist richtig Zunder drin. Beziehungsweise der ein oder andere wird ein bisschen länger überlegen. Vielleicht spielt man dann auch bei einer 5er-Runde eher 40 Minuten. Aber egal, solange irgendwie alle Spaß haben, ist das doch super. Kommen wir jetzt abschließend zu meiner ersten Meinung bzw. Ersteindruck. Da das Spiel sich komplett anders spielt als die anderen Spiele, die ich bis jetzt habe, und mir das auf jeden Fall Spaß macht, kann ich euch das Spiel eigentlich nur empfehlen. Und für 10 Euro kann man da einfach nichts falsch machen. Es macht Spaß und es erfüllt genau das, was es soll. Es soll unterhaltsam sein und einfach mal vielleicht am Anfang oder am Ende oder einfach mal zwischendurch das Spiel auspacken. So, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu meiner Regelerklärung. Und wenn die Regelerklärung durch ist, kommt danach das Let's Play. Interessiert euch die Regelerklärung nicht, dann schaut unten einfach mal rein. Da könnt ihr dann direkt zum Let's Play springen. Ich würde sagen, Mats ab. So, kommen wir jetzt zur Regelerklärung von Strife of Gods. Der Spielaufbau. Wir sortieren die Punktekarten nach Gold, Silber und Bronze. Wir mischen separat die Champions und die Zahlenkarten und danach bauen wir einen Kreis, je nach Spieleranzahl. Pro Spieler 7 Karten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ein Zwei-Spieler-Aufbau und pro Spieler eine Champions-Karte. Wenn ihr das Spiel noch gar nicht kennt, empfiehlt euch der Autor, die Champions-Karten wegzulassen. Sprich, ihr spielt dann nur mit 14 Karten, wenn ihr zu zweit spielt. Spielt ihr zu dritt, nehmt ihr 3 mal 7, also 21 Karten. Aber jetzt bauen wir das Spiel für etwas gekonnte Spieler auf, nämlich pro Spieler 7 Karten und pro Spieler eine Champions-Karte. So, das Spielziel ist, bei 3, 4 und 5 Spieler die meisten Siegpunkte nach den jeweiligen Runden zu haben. Im Zweispielerspiel, so wie jetzt hier aufgebaut, gilt es einfach nach der ersten Runde zu gewinnen. Da gibt es keine Siegpunkte. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Bestimmt zufällig einen Startspieler oder sagt einfach, es ist der Jüngste. Der Startspieler startet und nimmt sich eine Karte seiner Wahl. Das nennen wir jetzt Lückenreißen. Zum Lückenreißen dürfen aber nicht die Champions genutzt werden. Also Beispiel für zwei Spieler. Ich reiße hier eine Lücke. Pack mir die Karte hier hin. Dann ist der nächste Spieler dran. Er
darf jetzt diese oder diese Karte nehmen, das sind nämlich die Lückenkarten, oder darf die zweite und letzte Lücke reißen. Er entscheidet sich, die 3 zu nehmen. Jetzt haben wir 2 Lücken gerissen und insgesamt haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Lückenkarten. Im normalen Spiel spielt man mit 2 Lücken. Ihr könnt aber auch es so auswählen, dass ihr zum Beispiel mit 3 Lücken spielt. Nachdem 2 Lücken gerissen sind, dürfen nur noch Lückenkarten genommen werden. Und da haben wir selbstverständlich die 4 zur Auswahl. Wenn wir 3 Lücken hätten, hätten wir 6 Karten zur Auswahl, also gleich schon mehr strategische Möglichkeiten. Jetzt spielen wir so lange, bis jeder von uns 5 Karten genommen hat. Danach endet das Spiel. Sollte einer von uns beiden eine Champions-Karte wählen, wird sie sofort ausgeführt. Für die 12 Champions-Karten gibt es eine schöne Beschreibung in der Anleitung. Die werden nämlich in Fraktionen aufgeteilt. Die ersten 3 in der einen, dann die nächsten 3, wieder 3 und die letzten 3. Also am besten einfach losspielen und dann guckt ihr, welche Champions-Karten sind im Spiel. Und dann schaut ihr sie euch einfach kurz in der Regelerklärung an. Jetzt spulen wir mal vor bis ans Ende. So, jeder von uns hat 5 Karten. Jetzt endet die Runde. Jetzt wird geschaut, welche ist die Wertungskarten. Jetzt werden alle Lückenkarten angeschaut, 4 Stück. Und welche Karte ist die niedrigste? Wir haben hier eine 2 und noch eine 2. Also haben wir 2-mal die niedrigste und damit wird grün und blau-lila gewertet. Wir schauen, ich habe 4 Punkte grün, er hat 1 Punkt grün. Also 1 zu 4 schon mal. Dann schauen wir uns die Farbe an. Ich habe hier 3 Punkte und er 4. Also habe ich insgesamt 7 Punkte. Und er hat insgesamt 5 Punkte. Damit habe ich den Durchgang gewonnen. Würden wir jetzt zu dritt, viert oder fünft spielen, würdet ihr für den Gewinner der Runde Gold geben, für den zweiten der Runde Silber und für den dritten der Runde Bronze. Der vierte und fünfte würden leer ausgehen. Dann spielen wir so oft, wie wir Spieler haben. Und am Ende von 3, 4 oder 5 Runden wird geschaut, wer hat die meisten Siegpunkte. Und der gewinnt das Spiel. So, das war die kurze und knackige Regelerklärung zu Strife of Gods. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. So, damit sind wir auch am Ende unserer kurzen, knackigen Regelerklärung. Habt ihr noch Fragen? Ab in die Kommentare. Da wird bestimmt Till von Adellos oder ich euch helfen. So, das war die Regelerklärung. Kommen wir dann jetzt zum Zweier-Let's Play. Auf geht's! So, da kommen wir zu unserem Zweier-Let's Play. Beim Zweier-Let's Play brauchen wir die Siegpunktkarten nicht. Und für unsere erste Partie benutzen wir die Champions-Karten auch nicht. Ach ja, beim Zweier-Spiel ist das immer so, einer von uns startet und ich muss es versuchen zu verteidigen. Ach so. Weil du ja den letzten Move hast und dadurch ist es für dich einfacher zu gewinnen. Und für mich ist es die Aufgabe, zu gewinnen. Gut, ich versuche einfach mal zu starten. Ja, verdammt, halt mal. Eine Lücke gerissen. Fängt schon an. Da muss ich auf jeden Fall die rote 1 wegnehmen. Das Fiese ist, die rote 1 wirst du ja nie nehmen. Die wirst du wahrscheinlich nehmen. Dann nehme ich erstmal was Grünes. Gut, ich nehme die. Ja, hast du ja gewonnen. Vorteil, dass da so viele kleine Karten liegen. Ja, ich kann da nicht ran, das ist echt blöd gewesen. Ey. Aber du hast hier auch schon mal geackert, hä? Ja. Ja, das ist die Gewinnerfarbe. Ich habe 4 Punkte, Marco hat 3 Punkte. Gut, kommen wir jetzt zur Runde mit den Champions. Gut.
Kommen wir jetzt zum zweiten Zweier-Let's Play. Diesmal mit zwei Champions. Ich fange einfach wieder an. Wie gesagt, jetzt zwei Lücken reißen, aber nicht, die darf man nicht nehmen. Okay. Wenn ich die nehme, nimmst du die? Vielleicht. Man könnte theoretisch auch mit pro Person davon zwei spielen. Also das ist halt wirklich das... Ich sage, das ist gar nicht so einfach, da ranzukommen. Ja. Besonders, wenn man so... Man will ja auch, dass kein anderer eigentlich drankommt. Das ist echt. Da ist mehr Hirnschmalz drin, als man denkt. Hä? Ja. Im Mehrspielerspiel würde ich jetzt wahrscheinlich die nehmen. Ja. Weil ich mir sage, Gelb könnte gewinnen. Aber im Zweier muss man dann wieder anders spielen. Hä? Die wirst du wahrscheinlich irgendwann nehmen. Keine Ahnung. Rot wird eigentlich gar nicht drankommen, ne? Bei der Konstellation. Nee, nee. Überleg dir mal jetzt. Ja. Ich muss eigentlich die Karte nehmen. Sieht, glaube ich, nicht gut für mich aus. Die bringt... Da haben wir unentschieden. Ich würde sagen, ich glaube, es wird auf jeden Fall unentschieden auslaufen. Wenn zwei Farben die niedrigsten sind, werden beide gewertet und dann wird alles addiert. Okay. Ach so, bei mir ist ja schon Schluss. Mhm. Okay. Da hätte ich, ja, wahrscheinlich... Das Problem ist jetzt, wenn ich die 1 nehme, werden die 4er gezählt und du hast grün mehr. Wenn ich die 5 nehme, wird gelb gezählt, da hast du aber auch mehr. Oh ja. Ich hätte auch manchmal gedacht, dass du die eh nimmst. Also du nimmst die und dann vielleicht die, um nachher die 1 in die Mitte zu packen. Ja. Ich hätte sowieso verloren. Ja, stimmt. Ich habe überall einen Punkt mehr. Hä? Gut, man will eigentlich daran, aber man hat auch eher mehr Angst, dass die anderen rankommen. Ja, also. So, das Video neigt sich zum Ende. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schaut gerne auch meine anderen Videos bzw. meine anderen Regelerklärungen. Die findet ihr hier oben. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Viel Spaß noch weiterhin bei Kickstarter. Ich bin Robert, euer Brettspielguru.